Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Diesmal mal einfach ohne die Einleitung News Update, weil es gibt ein Gerücht, was ich gerne streuen möchte, auch wenn ich es nicht hundertprozentig beweisen kann. Ich habe die Vermutung, dass Skill-Based Matchmaking entweder stark angegangen wurde, also ein bisschen gepatcht wurde oder komplett entfernt wurde. Bevor ich jetzt Näheres dazu erzähle, nochmal kurz zu den Problematiken im Grand Soiree Event, wenn ihr das Video aktuell jetzt zum Sonntag noch schaut. Es soll in dieser Woche nochmal ein Patch kommen, der wirklich alles fixt. Wann genau, kann ich leider nicht sagen. Ich habe es auf Twitter entdeckt. Apex höchstpersönlich hat es gepostet, dass es jetzt nochmal einen Patch geben wird im Laufe der Woche. Und es wird auch weiter geschrieben, die Herausforderungen, die ihr alle nicht sehen könnt. Und damit verbunden die Belohnungen, die werden euch nachgereicht. Da könnt ihr euch schon mal sicher sein, nur welcher Tag, das steht leider noch nicht fest. Jetzt geht es um das Skill-Based Matchmaking. Und zwar habe ich von meinem Kumpel Chris, der immer mal die Best-ofs für mich schneidet, einen Post bekommen. Ich habe leider keinen Link oder keine Quelle, wo das hinführt. Das soll wohl auf Reddit mal gepostet worden sein über Facebook. Leider finde ich den persönlich nicht, den Post, aber ich möchte euch mal was einblenden und dazu nachher noch ein bisschen was Bestätigendes erzählen. Und zwar hat mich dieser Post erreicht auf Englisch und oben links steht posted by Respawns Common Sense 2. Das 2 war 2 Tage her. Am 14. November soll quasi Skill-Based Matchmaking laut diesem Post entfernt worden sein. Und im Text steht auf Deutsch übersetzt grob, wir haben Skill-Based Matchmaking eigentlich im November gebracht und haben realisiert, wie, und das ist nämlich so ein bisschen die Artikulation, die mich ein bisschen zweifeln lässt, ob das Respawn tatsächlich so schreiben würde, wenn es auf Deutsch grob übersetzt, wir haben realisiert, wie bescheuert es war und haben das wieder rausgenommen, das Feature, weil eigentlich Ranked ja dafür gedacht ist, richtig reinzuschwitzen und auf die extrem harten Gegner zu stoßen. Jetzt kann man wirklich, wenn man den Post sich ein bisschen genauer ansieht, könnte man zweifeln, dass der echt ist. Warum ich aber glaube, dass zumindest an Skill-Based Matchmaking was gemacht wurde, ist einfach, und das war nämlich auch meine Intention jetzt im letzten Livestream, wir haben mich jetzt gerade vor 10 Minuten erst ausgemacht, wer das jetzt live sieht und zugeguckt hat, ich habe meine Zuschauer mal gefragt, könnt ihr genauso wie ich und meine Teammates bestätigen, dass es deutlich einfacher geworden ist, spielbare Lobbys zu finden. Ich muss sagen, seit dem Event tatsächlich finde ich es einfacher, Gegner zu holen, auch mal alleine einen Squad zu finishen. Nicht nur im Event, sondern auch in Public, da wo es eigentlich am schlimmsten war. Weil anfangs hieß es, Publics ist jetzt total einfach, weil die ganzen Schwitzer das Event suchten. Ich finde aber das Event gar nicht so schwierig zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und alle meine Stammzuschauer, die meine letzten vielen Monate an Livestreams so ein bisschen verfolgt haben, die haben gemerkt, seit es Skill-Based Matchmaking gibt, habe ich extreme Probleme gehabt, richtig, richtig gute, wie in der Vergangenheit, gute Gameplays hinzuzaubern. Früher war man es gewohnt, 4-5 Wins in einem Livestream und mehr. Und jetzt ist es echt schwierig geworden. Und seit dem 14. Februar, auch wenn ich da jetzt ein bisschen sehr weit aushole, habe ich wirklich das Gefühl, dass es zumindest gepatcht wurde. Ob es jetzt komplett rausgeflogen ist, wage ich zu bezweifeln. Es gibt halt noch kein weiteres offizielles Statement. Das ist nämlich das, was mich so ein bisschen wundert. Normalerweise ist man es ja gewohnt, eine Bestätigung von einem amerikanischen großen YouTuber, der über Apex Legends berichtet oder so, davon noch was zu hören. Ich habe das Internet die letzten 2 Tage lange durchforstet und nichts darüber gefunden. Es hat wirklich niemand außer ich, der das jetzt tut, darüber berichtet. Aber das Spiel fühlt sich angenehmer an. Das muss ich wirklich sagen. Deswegen lasst euch in den Kommentaren gerne mal aus, ob ihr auf meiner Seite seid. Haltet ihr es genauso für ein Gerücht vielleicht? Wie gesagt, ich möchte betonen, ich behaupte nicht, dass es so ist. Ich habe nur einfach das Gefühl und denke, dass wirklich irgendwas passiert ist. Deswegen haut in die Kommentare. Habt ihr dasselbe Gefühl, dass es einfach leichter geworden ist oder eben auch nicht? Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich rechne natürlich auch mit Negativkritik, weil ich es einfach nicht zu 100% beweisen kann. Aber das ist dann eben so, damit kann ich dann leben. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr Bock auf weitere Informationsvideos über Apex Legends, Livestreams, Tipps und Tricks und so weiter? Seid ihr bei mir wie immer genau richtig. Und die nächsten Tage gibt es auf jeden Fall wieder Livestreams für das Event. Das war's von mir. Und ich hoffe, dass ihr in den nächsten Tagen mit dem neuen Patch endlich wieder Freude am Event habt, wenn ihr davon betroffen seid mit dem Problem hauptsächlich auf der PlayStation. Das war's jetzt von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.